Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einen ganz großen Ritt durch die Innovationspolitik, durch digitale Technologien erhalten und sicherlich ganz viele Aspekte, zu denen Sie vielleicht auch Fragen stellen möchten, gehört. Also überlegen Sie sich, was Sie für Fragen haben. Jetzt ist Ihr Zeitpunkt. Ich steige vielleicht mal ein und fange direkt mal an mit Herrn Haarhoff. Sie hatten das eben so ein bisschen angedeutet. Wir haben, wenn es um Innovation geht, das ist sicherlich eine große Aufgabe für Unternehmen, gerade wenn wir über digitale Technologien sprechen, eine riesen Transformationsaufgabe, die vor den Unternehmen liegt. Letztlich ist es natürlich möglich, wenn Unternehmen das erfolgreich bewältigen, dass zukünftig auch hohe Gewinne versprochen werden können oder möglich sein können. Die Frage, die ich jetzt hätte, wäre, wie viel Staat brauchen wir denn in dem Bereich? Also was müssen die Unternehmen alleine schaffen und wo brauchen wir die Anreize? Also ich denke, dass das beobachten wir auch statistisch, dass trotz Verzögerung auch in großen Unternehmen, ja, wir dort Digitalisierung jetzt seit längerer Zeit sehr erfolgreich haben. Dort wird bereits umgebaut, Prozesse werden umgestellt, umdefiniert und dergleichen mehr. Gedanken mache ich mir in dem Bereich KMU. Dort, glaube ich, hinken wir zurück. Auch ich hatte einige Vergleichsländer genannt. Und wir müssen uns natürlich schon die Frage stellen, woran das liegt. Ich habe plädiert für sehr niedrigschwellige Förderung, die die Unternehmen heranführen können über Kooperationspartner, Fachschulen und dergleichen an diese Prozesse. Und dann ist es natürlich letztlich wieder eine Unternehmensinvestition. Ja, also der Staat kann die Unternehmen nicht völlig an die Hand nehmen und ihnen sagen, jetzt investiert doch bitte hier und dann auch noch dort. Das ist komplett wesensfremd für unser Marktsystem. Aber wir können sehr wohl über Informationsangebote und wie bereits gesagt, solche Dinge wie die Digitalisierungs-KI-Voucher und dergleichen Impulse setzen. Und das sollten wir auch tun. Dankeschön. Gibt es Fragen schon aus dem Publikum? Oh ja, ich sehe einige. Wir fangen mal hier vorne links an mit dem Herrn. Ich hatte eine Frage an Herrn Kanter, weil Sie haben ja am Anfang die Publikationen und Patente erwähnt. Aber wir gucken ja meistens, wie häufig was zitiert wird. Also Sie haben sehr auf Masse gesetzt und die Frage ist, inwiefern Sie auch geprüft haben, wie stark was zitiert wird. Und auch bei den Patenten gibt es ja starke Unterschiede zwischen Schlüsselpatenten und Patente, die sehr inkrementell irgendwas dazufügen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Also die Kritik an den Indikatoren ist vollkommen akzeptiert. In einem wissenschaftlichen Papier müsste man das anders machen. In der Studie damals war das nicht anders machbar auf der großen Breite und auf der Ebene. Ich meine, es ist auch so, dass natürlich, wenn man in den KI-Bereich reingeht, ist auch die Frage, ob es die Patente wirklich sind, die das adäquat messen, ob man nicht einfach die Modelle abzählen müsste und anderes. Also sagen wir so, wenn man intensiver reingeht, muss man wahrscheinlich ein breiteres Spektrum von Indikatoren nehmen und die dann auch noch qualitativ ergänzen. Aber das ist in der Studie so nicht gemacht worden, nein. Weitere Fragen? Ja, genau. Ich habe gleich zwei Fragen. Die erste für Sie, Frau Hottenholz. Sie hatten jetzt vor allem den Fokus auf Deutschland gerichtet. Haben Sie irgendwie Vergleiche gezogen zu anderen Ländern? Also auch gerade so mit Blick, wie viel Prozent nutzen Big Data schon oder auch gerade für die Neugründung? Und die andere Frage geht an Herrn Haarhoff nochmal. Sie haben vorhin ein schönes Zitat gebracht. Wir haben die Instrumente, wir nutzen sie nur nicht. Ist das nicht so generell ein bisschen so ein deutsches oder auch europäisches Problem, dass wir es irgendwie so mit der Umsetzung nicht so wirklich haben? Und was könnte man, also das ist erstmal so ein netter Befund, aber was könnte man tun, damit sich das ändert? Weil ich glaube, das ist so ja eine Schwäche bei ganz vielen Themen gegeben momentan, dass wir zwar eigentlich tolle Ideen haben, die dann aber nie in die vernünftige Umsetzung gehen. Danke. Ja, ich fange mal an. Sie haben ja nach den Vergleichswerten aus anderen Ländern gefragt. Also so in der Form liegen die uns leider nicht vor. Also es müsste ja eine vergleichbare Befragung gegeben haben in anderen Ländern. Was wir aber schon wissen, ist auch das, was Dietmar Hauff gesagt hat, dass natürlich die Gründungszahlen im Bereich Software, also Unternehmen, die das als Ziel haben in anderen Ländern, deutlich höher sind als in Deutschland. Ja, also zur Umsetzung, ich würde das gerne noch einmal wiederholen. Wir haben da tatsächlich ein Problem. Wir setzen mit einer großen Zögerlichkeit um. Ich glaube, dass das an dem verwandt ist mit dem Phänomen, das Herr Hüther auch schon erwähnt hatte, dass wir
Aktionen, Handeln in öffentlichen Verwaltungen bis ins letzte Detail vorgeben und juristisch absichern wollen. In der Covid-Krise passierte etwas sehr Interessantes. In Nordrhein-Westfalen wurde einerseits im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft und Digitalisierung die Schriftform aufgehoben und dann wurde die Zeichnungsberechtigung von Referentinnen und Referenten, also dort, wo sie frei über Kaufentscheidungen verfügen konnten, von 1.000 auf 11.000 Euro erhöht. Ich habe noch keine Folgestudie gesehen. Ich bin sicher, dass irgendwelche Unglücke passiert sind. Ich bin gleichzeitig sicher, dass eine Dynamisierung der Entscheidungen und Entscheidungsfindung passiert ist. Und die Frage, die ich gerne stellen würde, ist, können wir es uns nicht leisten, den gut ausgebildeten Menschen in unseren öffentlichen Verwaltungen etwas mehr Vertrauen entgegenzubringen, als sie mit juristischen Knebeleien zu beschäftigen und die Folgekosten innerhalb der Ministerien zu erhöhen? Und das ist meine Hauptbegründung dafür, warum wir so wenig sehen und warum dieses wunderschöne Instrument Pre-Commercial Procurement so spät in Deutschland aufgegriffen wurde, obwohl es auch gefördert wurde vom BMW beispielsweise als ein agiles Instrument, um Bürokratie zu entkommen. Weitere Fragen? Ich habe eben noch Hände gesehen. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Hottenhorst. Es ist ja ökonomisch kein Unterschied, ob ein Unternehmen selber Big Data oder auch KI betreibt oder ob es diese Leistung von Dritten einkauft. Also jeder kleine Online-Händler macht ein Marketing auf der Basis von Google oder Amazon-Daten und fällt bei Ihnen vielleicht gar nicht als Big Data-Unternehmen rein, sodass das Thema vielleicht doch verbreiteter und erfolgreicher ist, als wir zu glauben, nicht? Ja, sehr guter Punkt. Also wir haben schon versucht, auch externe Daten, also Analysen auf Basis von externen Daten in diese Definition mit reinzubringen, aber vielleicht nicht explizit genug. Also ich glaube, man müsste nochmal, wie Sie auch sagen, ein bisschen feiner fragen, auch für was das eigentlich eingesetzt wird, von welcher Art von Entscheidung, da haben Sie schon recht. Vielleicht ist es mittlerweile vor allem auch, also ich glaube auch, dass es natürlich eine wahnsinnige Dynamik da gibt, 2017 ist jetzt auch schon eine Weile her, natürlich nochmal ganz anders aussieht und auch die Anbieter sich natürlich weiterentwickelt haben von solchen Daten. Aber Sie haben vollkommen recht, das müsste man nochmal genauer fragen. Ja. Es gibt noch weitere Hände. Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Vorträge. Frage vielleicht an Herrn Haarhoff und an Herrn Kanter, wie können wir unsere Innovations- und Forschungspolitik vielleicht dynamischer gestalten. Zwei Beispiele, also einerseits in der Wissenschaftslandschaft. Also ich komme aus einer Großforschungseinrichtung, wir brauchen teilweise 5 Jahre, um eine Professur zu besetzen oder eine Leitungsposition. Und auf der anderen Seite auch im Bereich der Forschungsförderung, wie können wir das vielleicht dynamischer gestalten als dieses Regelwerk aus Projekten, die ein Jahr brauchen, um sich zu etablieren, dann arbeiten sie ein Jahr effizient und dann ist man schon wieder dabei, das nächste Projekt zu akquirieren und vielleicht können wir das anders regeln. Uwe, findest du? Ich meine, das Thema Agilität in der Forschungsförderung ist ja schon ein Thema, sagen wir mal, seit ein paar Jahren. Und es gibt ja genug Versuche, das auch irgendwie aufzusetzen. Ich nenne jetzt nochmal die Sprint, Dietmar hat es ja auch gerade erwähnt gehabt. Wir haben jetzt gerade auch das Sprintfreiheitsgesetz bekommen, wo man ja versucht hat, solche Akteure ihnen mehr Agilität zu erlauben, sage ich mal, mehr Freiheiten zu geben. Und sage ich mal, das Konzept von Sprint ist sicherlich ein Konzept, das man in andere Bereiche auch übertragen könnte. Und dann sagen, ja, da müssen auch mehr Freiheiten sein, das sind auch die diskretionären Handlungsspielräume, die man möglicherweise dann auch eher eröffnet. Und ich glaube, das ist ein Konzept, wie man das machen kann. Das geht in manchen Bereichen besser, in manchen Bereichen schlechter. Ich bin mir ziemlich sicher, in den Ministerien wird das schwieriger funktionieren. Dagegen, wenn man in den Agenturbereich hineingeht, Projektträgerbereich und so weiter, könnte das besser funktionieren. Ja. Ja, ich kann da ansetzen und ich möchte noch mal vorausstellen, dass das ist hier jetzt keine Personenschelte. Wir haben in den Ressorts kluge Menschen, das ist so. Aber wir haben deren Effektivität durch Bürokratie, durch diese juristischen Fesseln und so weiter auf das echte Minimum runtergefahren. Und deswegen kann eine Sprint, weil sie jetzt als Agentur Aufgaben übernimmt,
die eigentlich vorher das Ministerium hätte machen können, erfolgreich sein, weil sie unter anderen Rahmenbedingungen, zum Teil auch mit anderen Personen, arbeiten kann. Erstmal wird das Besserstellungsverbot teilweise ausgeschaltet. Das heißt, man kann sich einen wirklich brillanten Menschen zu einem etwas höheren Ticket aus der Wirtschaft holen und die Kompetenz reinbringen. Und man muss ihn nicht über einen Rahmenvertrag, der dreimal so teuer ist, dann darstellen. Man kann freier agieren, man kann schneller dann auch in der Förderung Geld an die zu Fördernden bringen. Und übrigens, die reagieren da extrem positiv drauf, wenn die Dynamik sehen. Ja? So, gibt es andere Aufgabenbereiche? Wir haben jetzt die Diskussion, ob man das bei der DATI so machen kann, also bei der Regionalförderung gewissermaßen, wo meines Erachtens eigentlich mehr die Produktivität in der Region und jetzt nicht die Schönheit der Technologie im Vordergrund stehen sollte, sondern tatsächlich der Impact, ja, hart messbar an ökonomischen Daten kommt da produktivitätsmäßig mehr raus. Vielleicht gibt es andere. Der Gegenvorschlag wäre ja jetzt sozusagen, die Prozesse auch in den Ministerien zu reformieren. Das ist auch erforderlich. Ich fürchte, das wird länger dauern. Weil wir über Jahrzehnte diese Regelbindung bis in die letzten kleinsten Details aufgebaut haben und weggegangen sind von gewissen Vertrauensspielräumen, die wir den Menschen dort geben. Und das macht die Sache natürlich auch wenig attraktiv. Ja. Also das wäre aus meiner Sicht die Hauptvorgehensweise, insbesondere in den Bereichen, wo es natürlich jetzt wichtig ist, Dynamik zu entwickeln. Ich frage mich mal gerade, wenn ich da mal einhaken darf, ob das alles nicht eine große Kulturfrage ist. Also wenn wir in den Ministerien wie auch in den Unternehmen eigentlich wegkommen müssen vom Inkrementalismus, wie Herr Kantner und Sie, Herr Hauff, das gerade genannt haben, und hin zu radikalen Innovationen, im radikalen Wandel, dann ist das doch letztlich eine Frage der Kultur, der Unternehmenskultur und auch der Kultur des Personals in den Ministerien, weil wir können ja, wie wir in der nächsten Session sehen werden, nicht alle austauschen, sondern wir müssen ja mit dem Personal, was wir haben, zurechtkommen. Und meine Frage wäre jetzt, was können wir denn machen, das ist ja eine Mammutaufgabe, so einen Kulturwandel voranzutreiben, um diesen Kulturwandel zu fördern. Können Sie dazu was sagen? Das ist eine schwere Frage wahrscheinlich. Ja, die ist schwer und leicht zugleich. Anfangen. Ich meine, wir haben ja Vorschläge gemacht, wie man auch in den Ministerien ressortübergreifende Missionsteams, so heißen die ja jetzt, dass man die aufsetzt. Ich finde das inhaltlich nicht ganz so gut, wie sie es gemacht haben, aber sie haben zumindest angefangen und gehen mal in die Richtung und probieren das dann mal aus. Und dann muss man eben nach einer gewissen Zeit dann sehen, muss gucken, ob das sich dann ausgegangen ist, ob das so sich entwickelt, wie man sich das vorstellt, dieser Zusammenarbeitsaspekt und so weiter. Sagen wir so, ich habe immer so das Gefühl, dann werden Ideen vorgegeben und dann wird erstmal überlegt, kann man das wirklich bis ins Kleinste runterdeklinieren? Wie kann man das umsetzen, welche Richtlinien brauche ich und, anstatt einfach anzufangen, nach einer gewissen Zeit zu evaluieren, gucken, ob es funktioniert und nicht funktioniert und nachzujustieren. Ich glaube, diese Mentalität ist nicht da. Und das ist so ein bisschen der Kulturwandel, den auch die Politik braucht. Denn Sie haben es so indirekt angesprochen, wir sind in einer Zeit, die Unternehmen sollen sich ändern, sollen ganz neue Technologien machen. Wir als Haushalt, Konsumenten sollen uns ändern, wir sollen auch alles anders machen. Die Bildungseinrichtungen sollen alles anders machen. Und die Politik kann den alten Stiefel fahren. Das kann ja nicht sein. Die müssen sich auch ändern, damit das besser funktionieren kann. Und ich denke, das ist, glaube ich, das hatte ich mir manchmal bei Zeitenwende gewünscht, dass das passiert, aber ich habe es noch nicht gemerkt. Ich glaube, das ist ein toller Anfang, wenn der so kommt. Ich glaube, wir müssen über Laufbahndesign nachdenken in den Ressorts. Es kann einfach nicht sein, dass man tatsächlich die gesamte Laufbahn in einem Ressort verbringen kann. Das sorgt dafür, dass wir Bunker bekommen, die nicht miteinander reden, wo keine Kooperation möglich ist. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Andockung an die europäischen Laufbahnen besser machen, weil wir im Prinzip den Weg für Leute, die den European Concours machen in Brüssel, in ein deutsches Ministerium hinein zugemacht haben. Den gibt es fast nicht mehr. Da müssen wir dringend öffnen, auch um sozusagen den Austausch mit Brüssel dann zu verbessern. Es kann ja nicht sein, dass dort einzelne Türme sind, die vor sich hin agieren und vielleicht auch denken und kein Austausch da ist. Ich glaube, das machen Länder wie die Schweiz, die skandinavischen Länder einfach deutlich besser als wir. Da können wir viel lernen. Danke. Herr Hüther, Sie wollten was sagen. Ja, eine Anmerkung zum letzten Punkt und Öffnung natürlich auch zum Wechsel zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Das findet dann mal gerade auf Staatssekretärsebene statt, aber ist sicherlich auch zu wenig. Ich würde aber gerne den Aspekt der radikalen Innovation nochmal spiegeln zu dem Begriff, den wir auch im Hintergrund diskutiert haben. Sie haben es erwähnt bei der Frage, was machen in Bayern jetzt mit Blick auf die Fachhochschulen, wie bringen die sich ein? Cluster. Wir können ja sagen, Cluster
die Diskussion damals von Port Anna, das sind die Voraussetzungen für agiles Handeln, weil Netzwerke entstehen, Wissensnetzwerke, Infrastruktur kann anders entwickelt werden, wenn ich in der räumlichen Dichte bin. Ist ja auch empirisch an anderer Stelle belegt. Nehmen Sie die MIT-Studie Making America, da war der große Hinweis, ne, also warum ist das in Deutschland anders? Es sind keine Standalone-Firmen, sie haben ihre Biosystems und Infrastrukturen, aber es war auch der Befund, es war eigentlich inkrementelle Innovation, die uns getragen haben. Und Sie haben auch recht, das ist ja lange auch ein Innovationsmodell. Wie kriegen wir das zusammen, dass die Cluster nicht sozusagen die Präferenz zu inkrementellen Innovationen verfestigen, sondern aufbrechen? Ich glaube, das ist dann auch nochmal eine entscheidende Frage. Mir fällt nur auf, dass die vor so etwa 10, 15 Jahren regionalpolitischen und wirtschaftspolitischen Strategien, Clusterstrategie, Bayern innovativ und andere, da hört man auch nicht mehr so viel von. Also es ist nicht mehr das zentrale Thema der Politik. Aber für unsere Frage nochmal, wie bricht man das auf? Wie bringt man das zusammen? Das würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Also ich glaube, es gibt interessante und gute Beispiele aus Westfalen-Lippe beispielsweise, wo es gelungen ist, auch Startups im Umfeld Paderborn und dergleichen an große mittelständische Familienunternehmen, Miele und andere heranzuführen, da Kooperationen zu etablieren. Das ist vielleicht ein deutschlandspezifischer Weg, der in den USA, weil der Mittelstand dort keine so große Rolle spielt, und die Wachstumszyklen ganz andere sind, viel, viel wichtiger ist. Und da müssen wir mit experimentieren, aber ich glaube, da gibt es gute Evidenz inzwischen auch, dass das funktionieren kann. Also da müssen wir nicht mehr skeptisch sein, sondern können vielleicht auch einfach Best Practice aus diesen Regionen herausziehen. Ich sehe an der Stelle wirklich eine Aufgabe für diese DATI, weil sie ja regionale Ökosysteme in den Fokus nehmen soll. Ich hoffe, dass wir von dieser ursprünglichen Verheiratung einerseits Fachhochschulförderung, andererseits irgendwas Skandinavisches, was noch ein bisschen undefiniert war, zu einer Fokussierung auf eine wirklich konkrete Zielsetzung kommen, solche Cluster-Regionen dann zu fördern im Hinblick auf das, was wir an der Stelle brauchen im Mittelstand, höhere Produktivität. Ich meine, das Stichwort ist, glaube ich, die Begriffe sind immer schwammig, aber Cluster und Ökosysteme hat vieles gemeinsam, hat auch vieles unterschiedlich. Und dieser Ökosystembegriff, der wird ja jetzt vielseitig verwendet, um zu sagen, da haben wir eine Neuansiedlung, aber die reicht nicht aus und ich muss das Ökosystem darum auch gestalten. Das ist das, was der Dietmar sagt, auch mit DATI. Und ich glaube, das ist letztendlich der Erfolgsfaktor, an den die Politik zu denken hat. Wie sie es dann macht, ist nochmal eine andere Frage. Ich meine, für mich ein eklatantes Beispiel ist die Pittsburgh-Region, die ja nach dem Zusammenbruch der Stahlindustrie hat ja dann der Governor auch gesagt, wir müssen auf diese zwei Universitäten setzen. Die hat er auch hinentwickelt zu den Weltbesten, aber er hat das Umland drumherum nahezu vergessen. Also man hat kein Ökosystem geschaffen, wo Transfer stattfindet, wo Großunternehmen sich ansehen und so weiter. Und ich glaube, darauf muss ein Augenmerk gesetzt werden. Und dann wird auch mit den radikalen Innovationen etwas, was schnell, relativ schnell dann auch fruchtbar werden kann. Vielleicht noch dazu, ich hatte jetzt gerade OWL, Paderborn und so weiter genannt. Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Beispielen. Ein anderes ist Bochum. Gestartet mit einem erfolgreichen Exzellenzcluster-Antrag im Bereich Cybersecurity. Dann wird dort ein Max-Planck-Institut mit 5 Forschungsabteilen, sind auch 400 Leute. Dann kommt ein Bosch-Forschungsinstitut mit 2000 Forscherinnen und Forschern. Dann gibt das Land 150 Millionen für die Entwicklung eines Entrepreneurship Center, alles auf dem Opel Campus. Ja? Also das ist die Stadt arbeitet gut mit den Akteuren zusammen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ein ganz anders geartetes Beispiel ist Heilbronn, wo jemand wie Dieter Schwarz große Beträge hineingibt, um Start-ups, Mittelständler zusammenzubringen, um ausländische Studierende an den Standort zu bringen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem aus dem Silicon Valley, der dort zu Besuch gewesen war, und der sagte, wenn ich ein Staffing für mein Software-Start-up in Deutschland machen will, ich würde nach Heilbronn gehen, weil ich dort junge Leute finde, die jetzt auch nicht gleich mit sozusagen München, Berlin und so weiter flirten wollen, sondern vor Ort sind und unmittelbar anfangen können zu arbeiten. Also wir haben mehrere, es sind immer noch Experimente, glaube ich. Und es ist nichts schwieriger, als wirklich ein Ökosystem aufzubauen. Wer die historischen Vorzüge schon hat, einer Metropole mit Universitäten und, der sitzt auf Milliardenwerten, einfach durch das Netzwerk, durch die Netzwerkbildung, die Agglomeration, durch die Externalitäten. Aber die Experimente sind da und einige von denen sehen verdammt gut aus. Ich will das Thema Ökosysteme nochmal aufnehmen. Wir haben, Frau Hottenrott, ja im Moment in der Diskussion auch sehr häufig die Datenökosysteme, wo wir ganz viel Geld auch seitens der Bundesregierung in verschiedenste Initiativen stecken, die dazu dienen sollen,
diese Datenökosysteme zu schaffen. Gaia X, Manufacturing X sagt Ihnen vielleicht was, Catena X, also alles, wo ein X dran steht, geht eigentlich um Daten. Haben Sie in Ihrer Studie in irgendeiner Form die Einbindung der betrachteten Startups in Netzwerke in solchen Ökosystemen mit berücksichtigen können? Und falls nein, wie würde sich das denn auswirken? Also sind die dann besonders innovationstreibend auch für andere Unternehmen, also gerade für den Mittelstand, den Herr Haarhoff eben angesprochen hat vielleicht? Also das sind gute Initiativen mit wirklich guter Intention dahinter. Wir konnten jetzt nicht explizit untersuchen, ob die da involviert sind oder nicht. Aus meiner Sicht sind die aber doch ziemlich fragmentiert. Ja, also das ist alles gut gemeint und so weiter, aber auch hier wieder der Austausch zwischen diesen einzelnen Initiativen, auch eine Koordination. Mir wäre jetzt auch gar nicht so klar, ob jetzt eine Gründerin oder ein Gründer davon weiß und wenn ja, wie kann sie da überhaupt Zugang bekommen? Ist das nicht auch das an sich schon wieder ein bürokratischer Prozess, da irgendwie Teil davon zu werden, das nutzen zu können? Also es ist auch eine riesen Baustelle, eben das ja, irgendwie auf eine Linie zu bringen, dass man überhaupt kommuniziert auch zwischen diesen einzelnen Initiativen. Da sehe ich noch Ausbaufähigkeit. Ja. Dankeschön. Gibt es aus dem Publikum weitere Fragen? Herr Hüther. Und dann haben wir gleich anschließend einen Herrn. Wir machen kurz eine Bemerkung. Darf ich ganz kurz auf die letzte Frage nochmal eingehen und einen Appell an Sie alle richten, die auch mit der Politik in Kontakt sind. Ich glaube, wir könnten in Deutschland so viel mehr machen, wenn wir Datenzugang zu diesen Förderschemata und so weiter bekämen. Ich habe zwei Teams, die mit französischen Daten arbeiten, nicht weil wir nicht mit deutschen XIS-Daten und so weiter arbeiten möchten, aber wir bekommen die Daten. Und Exist-Daten oder andere Förderformate und dergleichen bekommen Sie nicht. Die GDPR ist für Deutschland und Frankreich dieselbe. Ja? Aber wir haben die DSGVO. Auch da ist eine Kulturfrage. Ich habe noch eine Frage. Wie ist Ihre Einschätzung zu den Transferzentren der Hochschulen? Das ist ja auch eine Geschichte, die ist so 30 Jahre alt, so über den dicken Daumen. Da sind die ja groß als Kampagne. Das hat gemacht. Ich erinnere mich noch an die bei der Eröffnung da in Saarbrücken, das war so 2005, da waren sie ganz stolz, dass sie für die nächste Stufe der Unternehmensentwicklung neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Viele sind auch wieder geschlossen worden, aber eigentlich ist ja die Idee auch das, was die Bayern nochmal ihren Punkt damit mit den Fachhochschulen, sollen sie ja auch Impulse geben, aber sie sollen auch selbst den Gründungsmechanismus in Gang setzen. Wie ist Ihre Einschätzung heute dazu? Ist das, haben wir da was nicht genutzt oder war es der falsche Weg oder also einfach mal noch als Chance, wo die Hochschulen selbst ihren Beitrag leisten können zur Innovation im unternehmerischen Sinne. Ja, ich kann vielleicht ganz kurz einfach das, meine Einschätzung der Situation ist einfach, dass man das gedacht hat, man kann das mit 2-3 Leuten pro Standort irgendwie meistern. Ich glaube, die Erkenntnis ist mittlerweile dann doch gekommen, dass man deutlich mehr, mehr da rein investieren muss. Also das ist eben nicht getan mit einem kleinen Büro, wo 2, 3, 4, 5 Leute da sitzen, sondern das ist eine Riesenaufgabe, so einen Transfer zu koordinieren. Ich kann ja nur aus dem Münchner Kontext sagen, das sind viele hundert Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel an der Unternehmertum arbeiten, was ja oft als Beispiel genommen wird für ein sehr erfolgreiches Public-Private-Inkubatoren-Ökosystem. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die angekommen ist, ja, dass auch von nichts natürlich wenig kommen kann. Möchtest du rufen? Okay, ich glaube, das ist eine sehr heterogene Landschaft mit leuchtenden Beispielen. Auch, ich hatte eben erwähnt, die NRW-Förderung, die an 6 Standorte gegangen war, jeweils um die 120 Millionen oder so etwas. Das floriert dort sehr gut. Natürlich ist das auch eine Umstellung für deutsche Hochschulen. Also wir haben in der Geschichtsschreibung unserer Hochschulen immer gesagt, wir machen Humboldt, wir machen Grundlagenforschung. Anwendung ist dirty, da haben wir nichts mit zu tun. Die Innovationsforschung sagt inzwischen schon längst, es gibt sowas wie Pasteurs Quadranten, wo Anwendung und Grundlagenforschung sehr friedlich, sehr konstruktiv miteinander zusammenleben können und da kommt was raus. Und die Marvel Fusion und andere, also Plan QC, also das, was jetzt aus der Quantencomputerforschung herauskommt, kommt direkt aus der Grundlagenforschung. Ich würde aber jetzt gegen meine eigenen Interessen sagen, nehmen Sie auch ruhig die Außeruniversitären ins Gebet, also Fraunhofer, Max Planck, Helmholtz, Leibniz und so weiter. Bei Hanna am Institut gibt es sehr wohl Ausgründungen, bei uns auch. Aber wir können da wahrscheinlich noch mehr machen. Alles in allem sind wir, glaube ich, da auf einem guten Weg.
kann das nur ergänzen. Die Landschaft ist heterogen. TUM ist vielleicht was ganz Besonderes. Und andere sind deutlich davon weg, glaube ich. Und ich glaube, es muss da auch einen Gesinnungswandel geben. Also erstens, Transfer findet vor Ort statt, aus dem Chemielabor raus, dann in das Unternehmen, in die Gründung rein. Das muss auch dort organisiert werden. Das kann ich nicht irgendwo zentral organisieren. Mit einer zentralen Koordinierungsstelle funktioniert alles überhaupt nicht. Das ist das eine, also vor Ort. Die Räume müssen geschaffen werden, wo das passieren kann, wo man sich bewegen kann, wo auch dieser ist ja kein linearer Transfergedanke von da nach da. Es muss auch vorwärts und rückwärts gehen können. Also ich muss da auch ausprobieren können, muss experimentieren können mit den Praktikern. Also das muss da organisiert werden. Und ich glaube, dass manche Hochschulen immer noch der Meinung sind, dass man mit dem Transfergeschäft viel Geld verdienen kann. Das ist es eben nicht. Und das soll es eigentlich auch nicht. Wenn das zufällig passiert, habe ich ja nichts dagegen. Aber systematisch zu denken, damit kann ich meinen Hochschuletat um 30% erhöhen, das ist ein Armenmärchen, das wird nicht funktionieren. Und deswegen, da muss auch ein Umdenken da sein. Was aber nicht heißt, dass man es nicht professionell besetzen soll. Das hat auch mit den Abteilungen oder den Stäben oder wie auch immer das organisiert ist, zu tun. Da sind nette und willige Leute drin, aber... Wie hat der eine mir aus MIT, den habe ich mal gefragt, sagen wir mal, warum seid ihr im Transfer so gut und wir so schlecht? Und hat der einen gesagt, du warst dabei, hat er doch gesagt, we do it professional. Okay. Charmant. Wir haben eine Zeit für eine letzte Frage. Der Herr ganz hinten rechts meldet sich schon ganz lange. Ja, vielen Dank. Die Frage ist auch etwas grundsätzlicher, also passt vielleicht ganz gut zum Abschluss. Ich habe mich gefragt, bei dieser Portfoliosicht, Herr Hauf, die Sie beschrieben haben, oder jetzt auch gerade die Diskussion über das Experimentieren in Clustern, das macht ja alles viel Sinn, wenn man einen langen Zeithorizont hat und auch einen stabilen Ordnungsrahmen. Beides ist ja notwendig, damit so eine Strategie aufgeht. Und ich frage mich ganz grundsätzlich, ob wir die Zeit überhaupt haben. Wir haben ja vorhin gehört, dass die Unternehmen jetzt entscheiden, ob sie den Standort verlassen oder nicht. Die KI entwickelt sich jetzt exponentiell. Die sicherheitspolitische Lage kann jeden Tag sich ins Negative noch verschlimmern. Also überspitzt formuliert, ist der Zug schon abgefahren? Haben wir überhaupt noch die Zeit, so eine langfristige Strategie anzugehen? Also ich glaube, ich habe keine Langfristigkeit der Strategie eingefordert. Ich glaube, Sie haben völlig zu Recht auf die Dynamik hingewiesen, aber dann müssen wir halt mit unseren Reaktionsgeschwindigkeiten, mit unserer Agilität auch besser werden. Also das ist der Appell an die Politik und ich glaube, das würden andere hier unterstützen, dass wir uns es nicht leisten können, über solche entweder Fördermaßnahmen, Auswahlmaßnahmen und dergleichen ein Jahr zu befinden. Und das ist der große Vorteil dann solcher Agenturen wie Sprint, die einen Auswahlprozess für eine Challenge innerhalb von 3 Monaten durchziehen und zum Ende führen. Und dann sind 6 Teams ausgewählt und gehen ins Rennen mit 1 Million. Ich glaube, die Taktung muss eine andere werden, auch im öffentlichen Bereich. Das ist die Herausforderung. Wollten Sie noch was sagen, Herr Kantner? Kurz oder langfristig, ich glaube, dass das gar nicht so sehr der Punkt ist. Der Punkt ist, dass jetzt die Perspektive klar sein muss. Die Politik muss ein klares Signal setzen und das macht sie nicht. Sie läuft vorwärts und rückwärts und jede dritte Woche wird eine andere Sau durch das Land gejagt, die mir jetzt fördern möchte. Und da wüsste ich als Investor auch nicht, soll ich jetzt rechts, links oder in der Mitte investieren? Und was diese Perspektive, eine klare Perspektive mit einer klaren Kommunikation, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Dann, ob das dann eine langfristige Strategie ist, ich muss das sowieso dauernd updaten, da bin ich gar nicht so, finde ich gar nicht so wichtig. Aber dass eine klare Perspektive jetzt schon gegeben wird, das ist, glaube ich, wichtig. Ich sehe, es ist noch eine Hand oben. Wir machen es ganz schnell. Ja. Als allerletzte Frage. Das ist sehr lieb von Ihnen, Thomas Lenk, Universität Leipzig. Ich möchte nur eine kurz berichten, gar nichts fragen, ne? Deswegen geht es schnell. Sehr gut. Ich war 11 Jahre lang Prorektor für Entwicklung und Transfer an dieser Universität, die ich eben genannt habe, Universität Leipzig. Und meine Erfahrung Richtung Politik ist die folgende. Wir haben es geschafft, dass in Sachsen neben Forschung und Lehre auch Transfer jetzt zu den Zielen der Universitäten gehört. Aber wenn Sie dann den Haushalt anschauen, dann kriegen Sie nicht 1 Euro für Transfer und Sie kriegen auch keine Freiflächen, die Sie vorhalten können für Start-ups oder sonst was, die Sie in der Universität generieren. Das heißt, wir sind zwar mental so weit, dass wir im politischen Reden den Transfer uns mit auf die Fahnen schreiben, aber als Finanzwissenschaftler kann ich Ihnen sagen, wir geben keinen Euro rein und jede politische Willensäußerung ohne entsprechende Manifestierung im Haushalt ist nicht viel wert.
Herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Ich danke Ihnen allen für Ihre vielen Fragen in dieser Session. Ich bedanke mich bei unseren drei Vortragenden, Herrn Kantner, Frau Hottenrott und Herrn Haarhoff. Und ich entlasse Sie jetzt sehr gerne in die Kaffeepause, die unten im Erdgeschoss stattfindet.